Hallo, ich bin Andrea Brun vom Nähwerk 7 und ich zeige heute eine Dirndlfrisur, die man ganz einfach auch selber nachmachen kann. Du brauchst dazu Haarnadeln, Bobbypins, kleine Silikongummis, ein paar Blüten zum Anstecken und ein Haarband mit einem kleinen Gummi. Zuerst ziehst du dir einen Scheitel und dann wird das Haarband über die Haare gelegt. Katharina hat jetzt ihren natürlichen Seitenscheitel behalten. Du kannst aber auch einen Mittelscheitel wählen, ganz wie es dir beliebt. Das Haarband ziehen wir vorne ein bisschen in die Stirn und hinten schön im Hinterkopf, dass es gut hält. Dann werden rechts und links so ein paar kleine Ponysträhnen abgeteilt und dann einzelne Strähnen nehmen und die über dieses Haarband einmal herumwickeln. Die nächste Strähne mit einfassen und das gleiche noch einmal machen. Und das wiederholen wir jetzt so lange, bis wir fast hinten in der Mitte angekommen sind. Diese Frisur ist halt wirklich ideal, wenn man nicht ganz so lange Haare hat, dass man sie zum Beispiel flechten könnte. Also mit so mittellangen Haaren ist das wirklich ideal. Dann macht man das Ganze natürlich auch noch von der anderen Seite. Auch wieder einzelne Strähnen abteilen und immer wieder die vorige Strähne in die nächste mit einfassen und das Ganze auch bis fast hinten in der Mitte. Wenn dann die Haare auf beiden Seiten bis zur hinteren Mitte eingekordelt sind, dann bleibt so ein kleiner Rest übrig. Den einfach um das Haarband herumwickeln, die Haarspitzen so ein bisschen dahinter verstecken. Das kann man alles so ein bisschen reinstecken und das Ganze mit Bobbypins feststecken, sodass sich das nicht mehr von alleine auflösen kann. Jetzt nehmen wir das Haarband vorne von der Stirn und schieben es etwas weiter nach hinten, so wie es für dich persönlich gemütlich ist zum Tragen. Und im Prinzip ist die Frisur eigentlich schon fast fertig. Und wer jetzt möchte, kann sich noch ein paar Blüten hinten in diesen nun entstandenen Haarkranz einstecken. Such dir die Blütenfarbe passend zu deinem Dirndl aus. Und ich bin sicher, dass du diese Frisur, die wirklich ganz einfach ist, auch selber hinbekommst. Hier sieht es jetzt noch ein bisschen zerzupft aus, aber du hast ja mehr Zeit zum Ausprobieren. Und dann wird es auch ein bisschen ordentlicher ausschauen. Wenn dir das Video gefallen hat, dann schenk uns doch ein Like und vielleicht sehen wir uns dann bald im Nähwerk 7.